Es geht wieder weiter mit Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance und auf diesen Part habe ich mich besonders gefreut. Ja, zuerst schauen wir uns mal unser Seepferdchen an. Fallensteller. Okay. Gehen wir es ein bisschen streicheln, ein bisschen anstupsen. Und schauen wir. Hey! Geht das jetzt nicht? Hey! Bleib da! Komisch. Jetzt bleibt's da, wenn ich streichel. Komisch. So hat es sich vorher da umgedreht. Bin ich irgendwo angestoßen? Weiß ich nicht. Aber jetzt wieder. Komisch. Wir kriegen trotzdem weitere Linkpunkte. Deswegen werde ich auch garantiert hier noch schnell das fertig machen. Das habe ich immer offscreen gemacht bei allen. Ja. Dream Eaters. Dream Eatern. Damit ihr euch das erspart, denn es kostet wirklich gar nicht so wenig Zeit. Okay, da geht nicht mehr viel. Den Hirsch von der Animation her. Falls ihr ihn sehen wollt. Ah, der will nicht mehr wirklich. Da kommt auch fast nichts mehr. Jetzt. Hört sich dann an wie eine Ziege. Ja gut, das war's. Dann gehen wir mal rein. Linkpunkte. Die Stimmung des Geists hat sich verändert. Zu Fallensteller. Eine neue Route wurde eröffnet. Oh. Ach du Scheiße. Achso, mit X kann man zoomen, deswegen. Also, Fesseln. Jawohl, Link-Portal. Einmal. Ja, das war's auch schon mit dem. Kommando Blitz. Geht nicht mehr, Blitzboost. Und für die Katze. Oh, da muss ich das noch machen. Dreimal linken. Okay. Dann geht's weiter jetzt mit Riku. Wo müssen wir hin? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hier entlang. Checken wir das Ganze nochmal. Das ganze Gebiet, die ganze Stadt, was auch immer. Das ist ja eh schnell getan. Kisten sind auch keine neuen dazugekommen, nehme ich mal an. Warte mal, kurz rauszoomen. Da wäre ein Linkportal. Das könnte ich an sich ja mitnehmen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das Deck muss ich auch unbedingt bearbeiten mit Riku. Das ist nicht gerade gut hier. Was ist denn das? Oh, ich kann das einsetzen. Ich bin schon auf die Link-Attacken gespannt. Ja, ich habe hier alle Gegner vernichtet. Oh nein, hier sind jetzt auch noch welche gekommen. Gar nicht so schwach. Viecher hier. Riku! Er verfehlt. Okay. Feuer. Jetzt aber. Nein! Wieder neue Gegner erschienen. Ah. Sie werden kleiner, aber irgendwie halbieren von der B und so weiter. Vielleicht habe ich mich vertan, verlesen, keine Ahnung. Das haben wir auf jeden Fall nicht bekommen. Jetzt aber. Spezial. Siege alle Gegner ohne X-Kommandos. Ist okay. Mal sehen. Bei Spezial gibt es hier wieder 40 SP, glaube ich. Ah. Ich muss auf jeden Fall in den Einfluss. Hm.
Oh, jetzt sind sie weg. Oh, oh, wow, 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 wow. Oh, keine X-Kommandos. Also auch kein Healing. Gut, dann muss ich mich jetzt anstrengen. Ja, die haben 2 HP-Leisten. Ohne X-Kommandos. Link? Ah, ich habe keinen Link. Mal schauen. Die halten halt ziemlich viel aus. Puh. Also dieses Link-Portal ist auf jeden Fall neu. Oder hat zumindest angepasst. Aber wieso nur Schwierigkeitsgrad 1? Schaut euch mal die Viecher an, was die da durchhalten. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Link-Attacke rein vom Hirsch, von unserem digitalen Hirsch. Das sollte das Ganze ein bisschen beschleunigen. Jawohl. Okay. Und down geschafft. Denke mal, dass das nicht als X-Kommando zählt. Deswegen sollte es auch kein Problem sein. 40 SP. Und ein Rezept erhalten. Cool. Hat sich ausgezahlt. Raus wieder. Und es war doch gut, dass wir hierher gegangen sind. Warte mal. Da drüben ging sie mal. Nein, das war ein anderer Ort. Da ging sie ja auf der anderen Seite auch weiter. Hier nicht. Gehen wir nach Travers Ost. Hier schaut eher nach einer Plate aus. Hier ist gar nichts. Hier wäre das. Ach so, das ist generell eine Sackgasse. Weil hier geht's nicht irgends weiter. Hier oben geht's ja auch nicht weiter, nein. Hier unten? Nein. Ach, je, schade. Dann war der ganze Weg. Ja, umsonst eigentlich nicht, denn wir haben ein Link-Portal mit 40 SP bekommen. Ist schon ordentlich was wert. Okay. Wieder retour. Und hier müssen wir jetzt eh hier runter. Oh, gerade nicht. Von da sind wir, glaube ich, aber gekommen. Seitengassen. Kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Ah, das war die Stelle. Mit einem weiteren Linkportal. Und Dream Eater. Oh, yeah. Oh, oh. Riku! Nein! Oh! Ach du Scheiße. Die habe ich jetzt komplett unterschätzt. Das war nicht normal. Oh, mein Touchscreen läutet. Telefon! Okay, weiter geht's. Kurz unterbrechen müssen, da mein Handy geläutet hat. Okay. Was haben wir hier? Ein Linkportal ganz oben. Das ist mein Hirsch. Das werden wir uns gleich mal schnappen. Achso, reinzoomen. Oh nein, das ist gar nicht oben. Das ist da vorne. Oh yeah, ich bekomme die Dream Eater, aber mir nicht. Hui, wo muss ich hier hin? Jawohl. Da kann ich den Doppellink reinschmeißen. Oh, das geht so geil ab. Die haben genau null Chance. Oh, das war Feuer. Da wird alles einfach zerfetzt in alle Einzelteile. Die auch noch. Scheiße. Mal sehen, was zieht ein normaler Schlag ab? Fast gar nichts. Hä?
Ich kann mir wieder die Geister ausfragen? Nein. Setzen wir den Link noch schnell ein. Oh. Wäre später auch gegangen. Zeit ist ja noch nicht aus von dem Dream Eater. Okay. Aber hier sind wir auch schon da. Genau, Feuer. Oh oh. Oh oh, Rico! Schlag mal irgendeinen nieder, bitte. Aber lass dich nicht. Lass dich bitte nicht. Oh, um Gottes Willen. Der lässt sich jetzt fast. Oh mein. Fast umbringen. Scheiße. Nochmal Heal rein. Und jetzt gehe ich mal Deck anpassen. Das ist ja echt brutalst. Wicht raus, Kollisionsmagnet, Feuerer. Ganzen Blödsinn halt. Was? Da muss ich auch noch einiges ändern. Okay. Schwertvoll. Nein, Eisklinge. Rutschattacke. Was haben wir sonst noch gehabt? Feuermühle. Mehr haben wir gar nicht. Schaut nicht so aus. Hoppla. Ich muss nochmal ins Kommandodeck rein, nämlich. Nicht Sora. Sondern das da. Aktionskommandos. Sprung. Was kann ich da machen? Springe mit P. Ach so. Also wenn ich das rausnehme, kann ich gar nicht springen. Frage ist, kann ich das überhaupt rausnehmen? Nein, schon nicht. Na gut. Doch. Schauen wir mal. Jetzt dürfte ich nicht springen können. Doch. Okay. Da habe ich wohl was falsch verstanden. Sprung. Im Sprung kann ich eine Schallgrätsche machen. Okay. Während der Luftgrätsche. Okay. Hm. Aha, und das kann ich anscheinend noch verbinden. Mit dem hier. Gleitsichel. Gleite mit Y und drücke dann A, um einen Drehangriff auszuführen. Und der Gleitkommando anlegen. Nur Rico. Ausreichwolle habe ich nie verwendet. Aber anscheinend kann ich eh nichts anderes auswählen. Luftgrätsche. Hm. Blocken, da kann ich was reinschmeißen. Alles klar. Aura-Konter. Wegschleudern, okay. Haben wir sonst da noch was? Kreisel. Ja, das sind die normalen Kommandos. Nein. Okay, die habe ich alle reingeschmissen anscheinend. Dann habe ich eh nicht mehr. Als die zwei. Oder den einen. Warte mal, wie geht das? Ja genau, zweimal Y und dann A. Okay, gleich mal testen. Puh. Naja. Keine Ahnung. Bis jetzt bin ich noch nicht zugekommen. Oh oh. Das war eine falsche Taste. Hm. Also war gar nicht so einfach. Okay, kann ich gleich auch.
Ah, es zieht nicht wenig ab. Also, haut nicht so schlecht hin. Gehen wir es wieder mal richtig an. Oh oh, ich glaube, ich kann jetzt nichts ändern. Doch. Jawohl, Heal geht durch. Puh, ein bisschen ungewohnt. Aber es zieht nicht so wenig an. Naja. Das ist, glaube ich, eher bedingt brauchbar. Tja. Okay. Wo müssen wir hin? Hier mal zum Speichern, das steht mal fest. Und dann oben weiter. Richtung Norden. Ganz geht mir das aber nicht aus dem Kopf. Ich schau noch mal rein. Deckkommando. Schallgrätsche, Luftgrätsche. Was will der damit? Blitzschnell. Aber was ist der Unterschied zwischen Schallgrätsche und Luftgrätsche? Während der Luftgrätsche, okay. Ach so, ja, ist schon klar. Und zwar, wenn ich unter... Wenn ich zweimal Y drücke, muss ich das extra anlegen. Das Kommando, damit ich dort dann auch A drücken kann, damit es funktioniert. Sonst funktioniert es dort nicht. Naja, aber da ist die Combo stärker. Das bringt irgendwie nichts. Ich meine, die Combo hat halt einen Nachteil, dass man verwundbar ist, aber naja. Da nehme ich dann lieber sowas. Oh nein, gerade nicht. Komm schon, jetzt geht drauf, danke. Okay. Hier war ja... Ja genau, das zum Freisprengen. Da war ja die Kiste, die haben wir schon. Hier gehe ich mal vorbei. Und es kommt eine Cutscene, okay. Also mit Rico muss ich... Stimmt. Hierher. Beat. About time, yo. Das für ein Viech. What happened to your Dream Eaters? Don't need them when I've got my game partner, and I don't need you. Oh, here we go again. 5 seconds ago, it was where's Riku? And now the act. Whoa! Don't tell him that. It's so nice to meet you. I'm Rhyme. Riku, right? Sorry, my partner's acting like a doofus. I am not. Ihm lasst es einfach stehen. Dream Eater. Since when? You burned that bridge all by yourself. Nobody raises his reputation by lowering others. Yo, Riku, you gonna sit there and let her get in my grill? Sorry, it's just you two are cut from the same cloth. I ain't made of cloth. Beat looks and talks like a punk, but there's a heart of gold in there somewhere. Yeah. He's come through for me, so I know what you mean. There! See? I'm a... Rhyme! You didn't just call me a punk again! Huh? All right, now we ruffled its feathers. Ready to do this? Yeah! Okay. Me and Rhyme will handle things here. You go after that thing. Right. Alles klar. Das erste, was ich mache, ich werde zurückgehen und das Linkportal nehmen. Nein, sogar. Ja, doch. Ja. Muss ich halt diese Dream Eater noch schnell zerstören. Aber das lasse ich mir nicht entgehen. Das Linkportal. Jawohl, das war ein Mörderhit. Okay, gleich haben wir es. Die Stufe 19. Das war gar nichts. Okay, wo haben wir ihn? Hier, die Eule. Hey. Das war's aber jetzt. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Hier entlang. Genau.
Hier hoch. Okay. Drei Angriffe im freien Fluss. Alles klar, machen wir. Eins. Zwei. Und drei. So, diesen Teddybär, den Panda werden wir auch gleich mal ordentlich bearbeiten. Jawohl. Eisklinge und gleich. Oh, nein, 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 wo ist das? Elektrosturz hat gefehlt. Ja, hier ist er. Das würde beiden Schaden machen, aber der andere Panda dürfte schon tot sein. Nein, da ist er. Und das war's. SP. Okay. Im nächsten Part werden wir uns dann der Suche annehmen und diesen Besenreiter oder was auch immer das Vieh da ist einholen und vielleicht sogar auch gleich vernichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Part. Oh, Kiste. Kiste, Kiste. Offen. Okay. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance.